Es gibt noch Bärschlafplätze zum Ausprobieren. Sie sehen aus wie große Blätterhaufen. Danke für die nette Unterhaltung. Suche dir zum Ausruhen einen schattigen Platz. Und schon wieder. Oh Gott. Und nochmal gucken. Schattigen Platz. In der Oase? Ja, wahrscheinlich nicht so hier in der Nähe von den Dornen. Hier ist doch ein schattiges Plätzchen, aber hier ist nichts. Was meinte Pumba? Was meinte er damit? Also, die meint er ja wahrscheinlich, oder? Huch! Wir haben jetzt so lange hier rumgelegen, dass es Nacht geworden ist. Ernsthaft? Okay. Also hätte ich mir auch irgendeinen Platz aussuchen können. Hätte ich mir dann auch hier in der Nähe gleich einen suchen können? Ernsthaft? Oh, Mann. Das ist ja... Och, Mann, Pumba. Das war wirklich schön. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich ausgeruht und entspannt. Ich kann jetzt hervorragend entspannen. Wer hätte gedacht, dass Entspannung so viel Spaß machen kann? Kann es sein, dass du zu ausgeruht bist? Ja, ja, ja. Oh, ja. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Das bedeutet, dass wir zum nächsten Teil unseres Tages übergehen können. Denn die andere Hälfte der Ruhe ist das Spielen. Was spielen wir denn? Klingt gut. Lass mich raten, ein weiteres Nickerchen? Ich wollte vorschlagen, dass wir durch ein paar Schlammlöcher laufen, aber leider sind die alle ausgetrocknet. Keine Sorge, Pumba. Ich glaube, ich kann sie wieder in Schlamm verwandeln. Überlass das mir und meiner Gießkanne. Danke fürs Vorbeischauen. Durch Schlammloch laufen? Also das kann dann Pumba gern allein machen. Da muss ich nicht unbedingt mit dabei sein. Aber ja, renne mit Pumba durch den Schlamm. Ja gut. Okay. Und jetzt? Was für ein Tag. Ich bin am Verhungern. Ich muss noch die morgendliche Lektion mit Timon durchgehen, Jürchen. Könntest du uns ein paar Dschungelglühwürmchen zum Abendessen fangen? Die Glühwürmchen werden mich nicht kommen sehen. Ich helfe gerne. Ich muss sie nicht essen, oder? Nein, aber sie schmecken super lecker, wenn du sie probieren willst. Du solltest hier eine Menge finden. Sie sehen ein bisschen aus wie Sterne, die hübsch und knusprig sind. Knusprig herumschweben. Wir sehen uns. Knusprig! Danke fürs Vorbeischauen. Finde Dschungel... Ach, da! Hier fliegen sie herum. Hallo, ihr kleinen süßen Brummerchens. Glühwürmchen. Schleimig jedoch vitaminreich. Oder doch eher knusprig. Halt! Ich hatte euch doch schon. So. Und dann noch ein Glas Glühwürmchen hier an der Oase. Oh, ist aber auch schön hier so im Dunkeln. Ah, ich komme euch hinterher. Also entgegen. So, halt! Halt! Hallo? Hallo? Genau. Ich muss sie fangen. So. Und dann... Buttere ich ganz fix mal was. Mein Inventar ist einfach mal voll. Koche geröstete Dschungelglühwürmchen. Na, dann werden sie wirklich knusprig.
Okay. Ah, die beiden. Bin ich froh, dich zu sehen. Achso, ich soll ja kochen. Stimmt. Hier. Einmal. Upsi. Ich vergesse immer, dass ich das hier richtig reinwerfen muss, damit das funktioniert. Sieht aus wie ein Drink. Sieht aus wie ein Drink. So, bitteschön, der Herr. Oder Herr Warzenschwein. Oh Mann, die riechen köstlich. Danke, Pumba. Ich habe sie sogar in einen hübschen Glasbehälter für dich gefüllt. Wow, das waren die leckersten Glühwürmchen, die ich je gegessen habe. Ich kann es kaum erwarten, dass Timon sie auch probiert. Das hast du heute wirklich gut gemacht, Jochen. Ich habe viel gelernt. Ich hätte nie gedacht, dass Entspannung so viel Arbeit macht. Danke, dass ich keine Insekten essen muss. Ja, das erfordert viel Konzentration und Übung. Oh, ich bin irgendwie müde. Wie wäre es, wenn wir uns für die Nacht fertig machen? Wir sehen uns! Das ist eine gute Idee. Halte den Moment mit deinem Telefon fest. Na gut, dann machen wir noch mal ein Foto. Sagt Timon und Pumba, gute Nacht. Hey, du! Du hast es immer so eilig. Mach mal langsam, Kleine. Okay. Ich habe dieses coole Gemälde im Dschungel entdeckt. Hey, das sieht nach Rafikis Werk aus. Ich wette, hier gibt es noch mehr davon. Du solltest so weitersuchen. Bis bald! Dann haben die doch was damit zu tun. Wie sollen die suchen? Sag Pumba gute Nacht. Oh, was für ein Tag. Ich bin schon am Einschlafen. Ich auch. Schlaf gut, Pumba. Danke für die Lektion heute. Gern geschehen und morgen wird es noch besser. Danke fürs Vorbeischauen. Höre Timon und Pumba wieder zu. Jochen hat heute viel mit Hängematten und Nickerchen gemacht. Und sie ist ein Naturtalent darin, durch Schlammhaufen zu rennen. Wie ich immer sage, zu Hause ist dort, wo du den sichersten und gemütlichsten Laubhaufen findest. Wir sind ziemlich gut darin, Hakuna Matata zu lehren, was? Ziemlich gut? Wir sind ausgezeichnet und Jochen lernt es auch sehr gut. Entspanne dich auf deinem Bett. Okay. Moment. Muss ich wieder den richtigen Punkt finden. Geschafft. Hey, du. Jochen, hast du Pumba gesehen? Pumba wird vermisst? Wir müssen ihn finden. Natürlich müssen wir ihn finden. Das ist eine Katastrophe. Was sollen wir machen? Atme erst einmal tief durch. Wo ist dein Hakuna Matata? Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Okay, du hattest recht. Aber ich habe Pumba noch nie verloren. Ich habe überall nach ihm gesucht. Vielleicht hast du etwas übersehen? Ich werde nach Pumba sehen. Wo ist Pumba? Pumba! Ich suche den Dschungel im Reich von König der Löwen nach Pumba. Wo ist er denn? Pumba! Wo bist du? Mann, oh Mann, das ist aber auch wieder eine lange Quest. Aber wo ist Pumba? Ach da, oh nein, er steckt fest. Pumba, ist alles in Ordnung? Ist bei dir alles in Ordnung? Bist du das, Jochen? Ich stecke fest! Wie bist du stecken geblieben? Timon war krank vor Sorge, das sehe ich. Ich sah die größte, saftigste Made, die ich je gesehen habe, in diesem Baumstamm kriechen. Also bin ich ihr ganz schnell hinterher. Du musst mir helfen. Keine Sorge, Pumba. Ich werde mit Timon reden und wir finden eine Lösung. Danke für die
Danke für die nette Unterhaltung, alles klar. Schau nach, wie es Pumba im Baumstamm geht. Ach, sprich mit Timon, okay. Nächste Aufgabe. Timon! Pumba steckt fest. Na, also mit Timon immer zu reden, den richtigen Punkt zu finden, ist schwierig. Timon, Pumba ist einer Made nachgejagt und in einen Baumstamm stecken geblieben. Schon wieder! Das ist schon einmal passiert? Worüber überrascht mich das nicht? Ja, das passiert ständig. Komm, lass uns nachsehen, wie schlimm es ist. Mehr habe ich nicht. Wiedersehen. Ich finde es schön, dass sie die Stimmen hier auch von Timon und Pumba genutzt haben, also die Synchronstimmen, damit das halt auch wieder so richtig Nostalgie auslöst. So. Mache ein Foto, um genauer zu sehen, wie Pumba befreit werden kann. Tja. Pumba steckt fest. Hey, hat dir das schicke Ding, das du auf Pumba gerichtet hast, irgendetwas gezeigt, das helfen kann, Jürchen? Meinst du mein Telefon? Ja, Pumba steckt wirklich fest. Mir ist nichts aufgefallen, aber es war ziemlich lustig. Wir brauchen etwas Glitschiges. Dann können wir ihn herausziehen. Wie hast du Pumba aus dem letzten Baumstamm befreit, in dem er feststeckte? Lass mich nachdenken. Oh ja, ich habe einige der fettesten Insekten, die ich finden konnte, in ein Spezialöl gegeben und das hat ihn befreit. Könnte das noch einmal funktionieren? Ich wüsste nicht, warum nicht. Es war ziemlich kompliziert, obwohl ich brauchte damals zwei Insektenöle und habe diese Öle dann vermischt, um ein super glitschiges Insektenöl herzustellen. Okay, ich werde die verschiedenen Arten von Insekten sammeln, die wir brauchen. Wie kann ich sie finden? Mit deinen klobigen Dingen geht das ganz leicht. Zerbrich einfach Steine im Dschungel und hol dir die Käfer darunter. Also mit der Spitzhacke. Zerschlage Steine im Dschungel, um nach öligen Insekten zu suchen. Gelbe ölige Insekten, blaue ölige Insekten und rote ölige Insekten. Okay, jetzt muss ich gerade nur mal kurz schauen, wo hier noch Steine waren, die ich zerschlagen kann. Zwei gelbe, einmal rot und einmal blau. Okay. Ah, hier. Da geht's doch schon mal los. Zack. Ein roter. Zwei gelbe. Und ein Stein müsste vielleicht noch drüben sein. Oder? Stein, 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 Stein. Hi, wo bist du? Nee, ist keiner. Ein Stein. Ich brauche einen Stein. Ach, da ist er. Da ist doch noch einer. Perfekt. Und das muss ich jetzt... Sprich mit Timon über den nächsten Schritt. Alles klar. Wieder zu Timon. Okay, Timon, ich habe alle Käfer, die wir brauchen. Was jetzt? Puh, das ist der schwierige Teil. Ich erinnere mich, dass ich zwei Farben von Käfern miteinander kombiniert habe, um ein grünes Öl herzustellen. Und zwei Käfer mit anderen Farben, um ein orangefarbenes Öl herzustellen. Einfache Farbenlehre. Danach mischst du das grüne Insektenöl und das orangefarbene Insektenöl zusammen, um das superglitschige Insektenöl zu erhalten. Alles klar, Timon. So holen wir Pumba im Handumdrehen da raus.